Hey ho, es geht weiter mit Let's Play Yoshi's Island Plus. Beim letzten Mal hat mich das Level 1.5 zur Verzweiflung getrieben und ich weiß nicht, wer von euch es gesehen hat. In der Videobeschreibung war ja ein Link, wie ich das Level nochmal durchgespielt habe und habe eine rote Münze nicht gefunden. Und ich habe es danach noch ein paar Mal durchgespielt und habe mir die Aufnahme angeguckt und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wo diese eine Münze versteckt sein soll. In Level 3 fehlt doch immer noch die Blume, also das mit den 100%. Wenn ihr mir sagen könnt, wo ich was verpasst habe, werde ich das holen. Wenn nicht, wird das leider nichts mit 100%, weil ich habe die letzten... The Amazing Chase! Ich habe die letzten Level echt so lange abgesucht, dass ich langsam keine Lust mehr auf dieses Spiel habe und das ist nicht in der Sache und dieses Level macht mir Angst. Ich glaube, wir werden ganz viele von diesen tollen Kettenhunden rumfliegen und ich hoffe, ich muss das jetzt nicht super schnell runterstampfen, bevor ich hier nicht mehr drankomme und... Wetten? Ich hätte den Stein irgendwie gebraucht? Also irgendwie da rechts gebraucht und jetzt komme ich da nicht mehr hin, weil hier ein Loch ist? Das wäre nicht so cool, oder? Ich brauche ihn hier, um irgendwas auszulösen. Scheinbar nicht. Ha. Stein? Steinchen? Bist du zu nichts zu gebrauchen? Aha, doch, hier. Kaboom. Eine Blume. Wow. Wow. Die war richtig mies versteckt. Ich habe trotzdem Angst, dass irgendeine Stelle kommt, wo man ganz schnell sein muss und hin muss, bevor die Kettenhunde runterfliegen und dann sonst verpasst man irgendwas. Das sieht auch ziemlich lang aus hier. Wow, man kann so stehen bleiben, das ist mir neu. Hältst du auf mich runter? Nein. Okay. Stampf, Yoshi, stampf. Ich werde das ganz runter stampfen, weil da sind ja gerne mal rote Münzen versteckt und die wollen wir haben. Also ich versuche jetzt natürlich schon, die 100% in diesem Level hier zu schaffen. Keinen Schaden. Probier's zumindest mal, soll wir bekommen, aber ich werde mir keinen Stress machen, weil, wie gesagt, uns fehlen ja eh noch Punkte in Level 3 und 5 und solange die fehlen, bringt mir das hier eh nichts. Da oben ist eine Röhre. Ich habe jetzt auch eine Eismelone für irgendwas. Keiner weiß für was. Geh weg, Kumpel. Ha. Ha. Ich glaube ja, ich muss erstmal da hoch. Und das war schlecht, weil eigentlich wollte ich auf den draufspringen, sodass ich dann da hochkomme und. Okay. Versuchen wir es anders. Kann ich euch mit da hochnehmen? So. Und jetzt läufst du hier rum. Genau. Und jetzt kann ich auf dich drauf springen. Und dann... Ha! Katapultierst du mich nicht nach oben irgendwie so voll cool, so... Hui! So... Jump! Und dann... Nö, überhaupt nicht. Okay, dann keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Super. So viel dazu. Bestimmt ist da oben irgendwas Wichtiges. Und geh weg. Ich habe Angst, dass hier von hinten einer kommt gleich. Ja, genau der. Wow, der ist aber schnell. Ach ja, wir haben 9 Leben. Ich habe nämlich beim letzten Mal das erste Level ein paar Mal durchgespielt und immer alle 5 Blumen eingesammelt. Weil die im ersten Level ja schön schnell zu sammeln sind. Und dann bekommt man ja immer ein Leben. Ja, Leben gefarmt. So, ich habe keine Eier. Dann kriege ich die Blume hier auch nicht. Ach. Ei. Ei. Danke. Los, Stein. Geh hier rüber. Ach ja, ich habe übrigens den HQ-Filter mal angestellt beim Emulator. Könnt ihr mal sagen, ob ihr das jetzt hübscher findet oder hässlicher findet oder ob es euch überhaupt gar nicht auffällt. Boah. Einfach mal Bescheid geben. Plopp. Blume. Yay. Und Münze. Münze, 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 Münze. Sehr schön. Gut. Sonst war hier, glaube ich, erstmal nichts. So. Dich fresse ich auf. Wie komme ich da hoch? Ernsthaft. Wie soll ich da hochkommen? Ich glaube, hier war eine Münze ganz unten. Wie immer bei diesen tollen Pfählen. Da kann ich ja stampfen üben. Yay. Und schon geht's schief. Stampf, Yoshi. Stampf. Stampf. Danke. So.
Moment mal, vielleicht kann ich den ja einfrieren und dann auf ihn draufspringen und kann dann da hoch. Komm her, Kumpel. So. Kann ich zurückspulen? Nicht weit genug. Okay. Ja, ich denke mal, so ist das geplant, aber irgendwie bin ich zu blöd, das wirklich... Hui, jetzt hätte es geklappt. Na toll. Hui. Ha. Ich habe keine Eier. Ach. Okay. Egal. Dann halt nicht. Der ist bisschen sehr krass schnell, der gute Kerl hier. Ah, der geht da drüber. Ich dachte, der beißt sich die Zähne aus an dieser Landmasse. Okay. Er ist da drüben irgendwo. Super. Hui. Oh mein Gott. Tolles Level bis jetzt. Sehr toll. Sehr, sehr toll. Und irgendwie ist hier keine andere Musik und was zur Hölle. Ernsthaft? Hey, Kumpel. Kann ich springen? Okay. Gut, er springt in den Abgrund. Sehr schön. Warum habe ich Angst, dass er in 2 Sekunden wieder da ist? Ist er. Geh weg, Mann! Wow, jetzt könnte ich hier quasi noch die Münzen sammeln, während ich dem Typen hier ausweiche. Okay. Okay. Mache ich jetzt nicht, weil wir eben am Anfang an der Einstellung nicht da hochgekommen sind. Und deswegen fehlt uns das ja sowieso. Und hier Sternchen. Yay. Hi, Kumpel. Hi. 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 Irgendwie ruckst du mir auf die Pelle. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, spring in den Tod, finde ich gut. Oh, oh, Stacheln. Was ist das für ein Brett? Das geht ja komplett runter. Geh weg! Oh, oh, oh. Ah, der war mies. Er hat mich runtergeschubst. Das war voll nicht nett, Mann. Okay. Nochmal das Ganze. Und die Musik passt absolut überhaupt gar nicht, wenn ich es mal anmerken darf. Die ist viel zu fröhlich für diese Stelle. Super. Super. Boah, ich bin ein Genie manchmal, ne? Ich hätte stampfen sollen, damit ich mehr Eier bekomme. Au. Okay. Zumindest noch ein paar. Ne? Ei. 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 Okay, dann nicht. Hui. Ja, spring aus dem Bild raus. Ich brauche eh keiner. Fledermäuse, die kam vorhin aber nicht. Das ist ja voll praktisch. Da habe ich ja noch mehr Eier. Ich muss ja nicht so sparsam sein. Ha. Dieses Spiel glitscht etwas rum manchmal, habe ich das Gefühl. Fledermäuse, Fledermäuse. Natürlich sind die auch eine zusätzliche Gefahr. Geh weg. Ich weiß, dass du da irgendwo bist. Geh weg! Ah. Mir gefällt das hier nicht. Das sind Stacheln. Geh weg! Du bist auch stachelig. Ich mag keine stacheligen Sachen. Schon gar nicht, wenn sie sich auf mich zubewegen. Mit Drohnen! Mit ihren bloßen äußeren Drohnen! Sternchen, 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 Sternchen! Geh weg! Ah. Und warum sind hier überall so kleine, Plattformen nur? Kann man ja kaum drauf stehen, Mann. Das ist doch gefährlich. Da könnte sich jemand wehtun. Ich habe ein kleines Baby dabei. Geh weg. Ah, warum kommst du von vorne? Hilfe. Ah, geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, das war unklug. Okay. Bin drüber. Alles gut. Ja, Mario. Spring über mich drüber. Okay. Geh weg. Peilchen. Yay. Geschafft. Oh mein Gott. Affen. Ich hasse Affen in diesem Spiel. Wegen. Genau deswegen. Wegen diesen Melonen. Hi.
Dich heiße ich auch. Monster-Augenbraue. Oh, ein Fragezeichen. Will es aufmachen? Okay, okay, ich will es doch nicht aufmachen. Doch, ich will es aufmachen. Blümchen! So, spucken wir die Melone aus und nehmen uns die neue hier. Und oh, hier gibt es bestimmt wieder rote Münzen. Ah, Affen! Noch ein Grund, warum ich sie hasse. Da! Da. Ich möchte das Blatt stampfen. Einfach so, weil ich es kann. Stampf, stampf, stampf. Aha, aha, aha. Also ich glaube, in diesem Spiel ist quasi unter jedem Pfahl eine rote Münze versteckt. Also unter jedem Pfahl, den man platt stampfen kann. Und ich gucke hier rein. Dann habe ich zwar kaum noch Eier, um den da loszuwerden, aber wird schon irgendwie passen. Melone! Hui, hui, hui. Oh, eine Blume. Blume. Geh weg. Lass einen Pfeil nach unten. Wie mies ist das denn? Wenn es irgendwo anders ist ohne Pfeil, ist das ja unglaublich fies. Unglaublich mega fies. Hi, Shy Guy. Ich könnte ihn eventuell irgendwie darunter spucken. Aber ich schieße einfach ab. Yay! Eine Blume fehlt, haben wir die gesehen? Ich meine, die Münzen habe ich ja echt nicht eingesammelt, aber haben wir die andere Blume gesehen? Bonuslevel? Bonuslevel? Oh, Troll-Loll-Spiel. Du mich auch. Na gut. Dann halt nicht. Yay! 68 Punkte. Ist okay. Dafür, dass ich durchgerannt bin, größtenteils, passt das doch. So, beim nächsten Mal geht's dann weiter mit Level 1-7 und ich bin gespannt, ob da auch diese schönen Viecher sind, die hier auf dem Bild drauf sind, die einen so besoffen machen. Ich fand die immer ganz witzig. Auch wenn es ziemlich nervig war, wenn man so rumschwankt. Aber es war witzig nervig. Von daher dürfen die ruhig auftauchen. Also dann, ciao, ciao!